Hallo und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator Tourbus Let's Play zusammen mit Markus, Arktik und Björn. Hallo. So, anscheinend reagiert meine Giant Sechse gerade nicht. ihr seid der Wahnsinn. Also ich habe gerade den blauen Ladefall von Windows und ja. Das ist schon böse. Mal gucken, vielleicht muss er nur ein bisschen warten. Und ich hänge gleich sonst wo in der Welt. Das ist, wenn man overclockt. Das passiert dann. Ja, ja. Ja, vor allem, weil ich es gerade wieder. Also momentan habe ich ihn wieder quasi auf Normaltakt. Björn, fährst du kurz weg, dann fahre ich in die Spur rein. Ja, oh, außer du bist schon da am Weg. Haust du den nur bei meinen Kronen hoch, oder? Ja, ja. Ja, ich kann gerade wieder nicht zurücksetzen. Was? Ja. Ja, dann fahr vorwärts. Ja. Beweg ich mich irgendwie? Nein. Gut. Kannst du aussteigen? Bei mir tut Warte sich... Warte nochmal kurz auf die Antwort des Programms. Björn, kannst du aussteigen? Nein, oder? Bei mir tut sich gar nichts. Aber jo, gut, wir machen ein Dual jetzt. Nur, ja. Wir haben zwar zwei Mitspieler, nur werden die beide Dual fliegen. Dual sind wir eh richtig hip. Ja, ey, wir sind die geilsten damit. So. So, jetzt schauen wir nur, dass ich da irgendwie... Ich mag die Schwartis so richtig schön hoch. Ja, wobei die jetzt im LS15, also das, was da auf der Holzhausen zu sehen war, ne? Gestern als wir aufgenommen Obwohl, haben. Obwohl, das tut sich nicht viel mit der hier. Okay. Also die Gras-Schwartis... Ah, Holzhausen ist ja komplett Standard-Texturen. Ja, trotzdem. Beim 15er. Genau. Soweit ich weiß, alles dabei. Nee, muss mich aber jetzt erstmal kurz aus dem Spiel ziehen, weil hat mich gerade schon wieder. Ja, das ist etwas blöd. Jo, mach mal dual, GD, perfekt. Ja, GD-Voice-mäßig ja akustisch noch dabei. Genau. Die tragen ja noch zur Akustik bei. Oh, kann man, so, der war ja nochmal beide Mails verlassen gleichzeitig. Ja, ich hab mich jetzt erstmal. Gut, und du bist jetzt am Gras einfahren, oder wie? Ja, ich mach jetzt erstmal einen Ladewagen. Wieso willst du den Gras überhaupt reinhauen? Weil ich erstmal ein bisschen so einen Grundstand haben möchte. Weil das wird ja nicht verbraucht. 100, 150 Kühen, die ziehen ja ein, zwei Ladewagen am Tag da raus. Ne? Das sind, weiß ich nicht, 50, 60, ja, 70 Ballen am Tag. Ja, ja, aber wir brauchen die Ballen ja eigentlich nur für Mischfutter und es wird ja dann nur Mischfutter verbraucht und nicht das Gras. Ja, aber ich möchte ein bisschen Reserve haben. Ah, okay. Gut, ich guck mir mal eben den zweiten Part Baumsimulator an, ne? Jo. So. Da werde ich, glaube ich, heute Nacht irgendwann auch nochmal aufnehmen, habe ich richtig Bock drauf. Hast morgen schon wieder keine Schule? Doch, aber kann man ja trotzdem mal machen. Du bist eh gestern um Zeit gegangen. Ich hab morgen auch wieder die erste frei. Mal gucken, vielleicht fällt die zweite ja auch noch aus und die dritte, die vierte. Vielleicht auch die fünfte. Und dann bleiben wir gleich ganz zu Hause. Ich hab morgen nur bis zur vierten. Boah, ihr seid wie so eine Viertelstunde, ist doch chill. Ja, ja. Vier Stunden, ich mein, das ist so... Ich hab immer ein geiles 67,5 Minuten Stundensystem. Ja, ihr seid so ganz komisch. Hattet ihr in Österreich eigentlich 45 Minuten Stunden? Oder na, 50. Viel? 50, okay. Ich hab 45 Minuten, du hattest 50, Arktik hat 67,5. Was? Was hat er? 67,5. What the, was ist das? Das sind 1,5. Standardschulstunden per Definition. Okay, na, wir haben im Endeffekt sowieso, wir haben bei meiner Schule, sozusagen bei meinem Gymnasium davor, habe ich gehabt 50 Minuten Stunden und da halt und dann habe ich zwischen jeder Stunde eine Pause gehabt, sozusagen halt 10 Minuten Pause oder sowas. Und in der anderen habe ich nachher gehabt immer 52 Minuten Stunden zusammen. Halt am Stück. Das Lustige ist aber, wenn ein Lehrerwechsel war natürlich, in der Doppelstunde, was auch oft eigentlich immer gewesen ist fast, haben die Lehrer natürlich nachher nur 40 Minuten oder so eine Stunde gehabt, weil bis die Lehrer von der Klasse zur Klasse kommen, dauert halt eine Zeit. Das ja, war klar. Das Beste eigentlich. Nee, bei mir haben wir jetzt mittlerweile seit Pipapo 3 Jahren, 3,5, also jetzt seit 3,5 Jahren haben wir jetzt... das doch so pädagogisch wertvolle Stundensystem. Aber ich meine, ich finde es eigentlich ganz okay.
Hört sich immer auf den ersten Blick ein bisschen komisch an, aber... Vor allem dieses Krumme. Fallen runden die eigentlich eher auf bei der Stundenlänge oder eher ab? Ja, tendenziell meistens, vor allem jetzt in der Oberstufe eher ab. Ja, und wie ist es denn? Wie hast du da die Stunde? Das sind immer, du hast auch also, Doppelstunden, oder wie? Also, nee, Einzelstunden. Doppelstunden gibt's gar nicht. Okay. Ich fange morgens um 10 vor 8 an. Okay. Und hab dann die erste Stunde bis 8:59,5. Das Komma 5 ist ja so idiotisch. Kein Lehrer kann auf 30 Sekunden genau aufhören. Natürlich, ist das interessiert im Endeffekt gar keiner. Also meistens machen wir um Vorschluss. Und dann geht die nächste Stunde los nach 7,5 Minuten Pause. 7? Oh mein Gott. Boah, ich gehe erst nach Stoppuhr, oder wie? Nein, 7,5 Minuten sind genau 2 Zigarettenlänge, weil eine dauert ja auch 3,45 wahrscheinlich dann bei euch. Okay. Ja, dann geht es weiter um 9.05 Uhr mit der zweiten Stunde, die dann bis 10:13,5 Uhr geht. Ja, hat wohl mal einer geklatscht, warte mal, wem ist denn das eingefallen? Das System? Keine Ahnung, was. War der angesoffen während dem. Dennis hat eben dieses Stundensystem aber auch, das weiß ich. Dann geht es weiter mit 21,5. Er weiß selber nicht. 21,5 Minuten Pause bis um 10.35 Uhr. Okay. Worauf dann wieder eine Stunde folgt bis um 11:43,5 Uhr. Also quasi eine Stunde. Was? Wir hatten dieses Stundensystem entwickelt. Na, mich würde jetzt interessieren gerade, habt ihr dann wenigstens ein akustisches Signal, wenn die Stunde aus ist oder nicht? Weil sonst merken kann man sich das ja nie merken. Oder weiß man ja nie. Nein, wir haben keinen Schulgong. What the hell? Wie geht das? Was machst eigentlich du, Markus, beruflich, wenn ich mal so... Ich studiere und nebenbei... Was machst du beruflich, Student? Und was studierst du? Elektrotechnik und nebenbei bin ich noch als System- und Netzwerkadministrator immer wieder tätig. Ach, schön. Dann kann ich mich also mit dir über das Ohmschutzgesetz und so unterhalten? Ja, so ein Dreck, scheiß Dingsbums, irgendwas. Das Ohmsche Gesetz? Ja, ist ja noch das Einfachste. Ja. Oder die drei Newtonschen Bewegungsgesetze. Die drei Newtonschen Axiome. Ja. Nicht Bewegungsgesetze, das hört sich so eingedeutscht an. Weil da weißt du bestimmt auch Bescheid als alter Physiker. Ja, sollte eigentlich auch wissen. Da muss ja alles gemacht werden. Und sollte ich als junger Physiker, da kenne ich mich natürlich auch aus. Ja, du als angehender Maschinenbau-Spezialist, ne? Obwohl, ja. Maschinenbau wird eh noch lustig, da hast du eh einige Sachen zum Lernen. Boah. Ja, aber du weißt ja, dem Ingenieur ist nicht zu schwören, ne? Naja. Ah, viel Spaß noch. Wenn du ein Problem hast mit deiner Universität wie ich, dann. Möchte auch Maschinenbau studieren. Ich habe ja per Definition keine Universität, sondern ich bin ja an einer dualen Hochschule, also Fachhochschule. Ja, aber trotzdem. Okay, da ist noch fixen Stundenplan und so weiter, das ist was anderes. Aber ich muss ja, ehrlich sagen... Und halt kleine Kurse, ne? Also 30 Mann oder so. Ja. Und die ist halt, also jetzt die Hochschule, auf der ich dann wäre, die ist halt auf duale Studenten im Bereich Technik quasi ausgelegt. Also an der ist halt nur Elektrotechnik, Elektronik, Maschinenbau und Informatik, glaube ich. Ja. Wo wäre das? Da ist dann halt alles quasi darauf zugeschnitten. Ist aber nicht die DHBW, oder? Doch, in der Tat. In der Tat, alles klar. In der Tat. Da möchte ich nämlich auch studieren gehen. Dafür muss ich aber erst mein Fahrrad noch nachholen. Na, ich will halt... Ich bin mit meinem Studium überhaupt nicht zufrieden. Markus ist jetzt mittlerweile mehr so für arbeitslos und dickes Autofahren. Nein, YouTube-Money und kleines Autofahren und die Steuer betrügen. Ach so, die auch? Na, macht man doch nicht. Kriegt ihr keiner mit? Doch der Staat das Geld herholen. Ja. Hat doch keiner gehört, guckt doch eh keiner zu. Österreich ist ja eines der 5 reichsten Länder der Welt. Ja, aber Österreich Markus. Ist ja was? Insgeheim wohnst du auch eigentlich in Luxemburg, ne? Die haben eine scheiß Internetverbindung, ich wohne in der Schweiz. Und dein Firmensitz ist auf den Cayman-Inseln, ne? Ja. Nein, im Geiltal, im Gaudal in der Schweiz. Im Geiltal? Nein, es gibt das Geiltal bei uns in Österreich, wirklich. Da schreibt man mit AI. So geile. Mit AI, Geiltal. So gut.
Ich hoffe nur, dass ich jetzt nicht irgendwann anfange zu schwäbeln. Aber die Anzahl der Spielstände hat sich doch drastisch gesenkt auf der True Rivers Director's Cut. Ja. Da sind es derer nur noch zwei. Zum einen Grün LP, zum anderen der Sachse LP. Es sind aber überhaupt wenige, die spielen. Ja, 376 in Deutschland. Gestern waren es irgendwann, wo ich geschaut habe, 450 oder sowas. Und in Spitzenzeiten waren es, ich weiß nicht, über 1000 ja ständig eigentlich. 2000 oder so, ja, teilweise. Ne? Halt über 1000 war es eigentlich immer. Hättet ihr eigentlich Lust mal Westbridge, ach nicht Westbridge Hills, Westerade zu spielen? Ist nicht schlecht, aber ich möchte jetzt eigentlich noch kein neues LS13-Projekt wieder anfangen. Okay. Weil ich ja eigentlich auf Dauer, haben wir schon mal angesprochen, wird über was ja dann auch irgendwann vorbei sein. Mhm. Aber im Moment muss ich ehrlich sagen, so richtig durch ist es eigentlich immer noch nicht. Auf ja, jetzt machen, 160 Folgen. Jetzt machen wir Kartoffeltechnik, dann gehen wir auf Schweine. Dann machen wir noch mit den Europa-Geschichten. Dann sind schon eh wieder 1000 Folgen rum. Ja, aber Europa wird schon performance heftig werden. Ja, juck keinen. Ja, bitte, ich nehme jetzt gerade in Richtung Rechnen. Hof nehme ich mit 25 FPS auf. Ich nehme am Hof mit 40 FPS auf. Ja. Aber schau in eine andere Richtung, dann hast du weniger. Aber ist wurscht, ich rede dann einfach nicht, das ist nicht FPS, sondern sind einfach Lags, was der Guten durchs Hosten verursacht. Ah. Guten, was hast du eigentlich für eine Leitung, wenn ich mal so... Eine geile 16.000er, die steht gut im Saft. okay. Ja. Und das also 24.7. Ja. Da kenne ich mich aber auch mit aus. Also 16K ist schon top. Ja. Na, vor 5, 6, 7 Jahren war die echt in Ordnung. Ja, So lange habe ich die auch schon. Deshalb war das damals geil. Ja, ich damals. War einer der ersten, die 16K hatten. Mit 1,5, mit 1,6 MB pro Sekunde runterladen, das ist ja puh, geil. Da hast du sogar 2 gehabt, Mensch. Ja, und ich habe 5 MB pro Sekunde. Ja, aber du hast auch keine 16.000er, du kannst da einfach nicht mitreden. Das ist, Soll ich mitreden? Ach. Oh ja, bitte. Du hast genauso viel Upload wie wir Download. Ich... Ja, so ungefähr. Und ich mache halt MB, wenn wir auf MB jetzt gehen, mache ich Download, sind das circa 20. Ne, ganz, 16, 17. Ja, aber in deiner Gegend würde ich mir eh eine andere Leitung holen, als du. Ja, es gibt nichts anderes bei mir im Haus. Was soll ich machen? Ach, das ist das Stärkste, was es gibt. Umziehen. Ja, ich ziehe ich eh nachher. Na gut, dann hau rein. Jo. Auf 100, 100 oder 200, 200. 200, 200. Beziehungsweise 250, 250. Dann scheiße ich auf Encodieren. Ja, spart man sich die Zeit. Ist unnötig. 40 GB in einer Stunde hochladen halt. Bei 100 GB, bei 100 MB schaffst du 40 GB in der Stunde halt. Ist uninteressant, dass du dann noch Encoding anfängst. Ja, dann die Frage, wie lange das Bearbeiten von Nidibus dauert, ne? Das ist mir auch egal. Markus, ist jetzt alles egal. Markus ist jetzt Rebell. Naja, aber im Endeffekt wird es auch nicht länger dauern, glaube ich. Doch, auch. Das wird ein bisschen länger dauern. Wieso ja, tut Frames berechnen halt? Beschreibe dich in 3 Worten. Ich bin ein Rebell. Nee. Halt, ich schätze nicht, dass da viel was um sein wird. Oh, ein bisschen mehr wird sicher dauern. Merkst du es ja jetzt auch schon, nachdem wie groß die Videos sind. Ja, aber ich muss ehrlich... Wenn du dann einfach die 30-fache Videogröße hast, oder von mir aus die 3-fache, ich muss ehrlich, aber gestern zum Beispiel Far Cry, wo ich hochgeladen habe und gewartet, hat es mir einfach nicht ins Bearbeiten reingehauen. Dann habe ich es nochmal runtergehauen, gelöscht, habe es nochmal neu hochgeladen und dann war es gleich da. Ja. Weil, manchmal ist es auch Glückssache aus YouTube. Darum sage ich mein, so, ich habe auch keine Thumbnails mehr im Video. Mehr, Im Endeffekt ist es ja vollkommen wurscht, wie lange es braucht, weil zu 80% hat man es ja sowieso 2-3 Tage davor oben, das Video. Kommt auch immer halt drauf an, man hat ja auch häufig die Leute, die erst spät hochladen oder teilweise erst so 10 Minuten vorher die Videos schneiden. Ja, aber weil sie denken nach, ich habe ja wieso eine geile Leitung. Aber gut, wie war es eigentlich? Wie lange hast du eigentlich an einem 4K-Video hochgeladen, als du mal beim Megaprojekt? Das ging eigentlich 18 Stunden um den Dreh. Ist alles noch human. Ja. Halt. In 18 Stunden lade ich halt nachher so 60, 100, so um die 100 GB hoch halt. Also da halt normal. Schon. Ja, so normal. Und wann hast du ungefähr angefangen aufzunehmen? Oh, knapp 3 Jahren. Nee, jetzt den Part. Vor circa 15 Minuten, wieso? Okay, nur so.
Jetzt muss ich aber. Wie war das denn nochmal, wenn die Presse verstopft war beim Du Johnny? Musst heben. Einfach den Pickup heben zuerst und dann musst du ihn ausschütteln oder wie das geht. Auch gut, ich wollte gerade Skype beenden, hab erstmal das Team runtergefahren. Auch gut. So. Und ich bin ja jemand, der LS über Steam besitzt, auch gut. So schön. Okay, aber du wirst es erst morgen wieder bei uns besitzen. Und wir sehen uns dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.